is here bei Resident Evil Revelations. Komm, ist auf Russisch eingestellt, oder was? Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war's. Das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Wir sitzen fest. Wer zur Hölle bist du? Nur Parker. Der wird doch sowieso jetzt mein Liebling queren. Sofern er nicht gerade erschossen wurde. Oh, vor einem Jahr. Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Okay, FBC. Deine Bemühungen sind lobenswert. Wer sind wir und was machen wir? Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Lass es uns herausfinden. Jessica, Parker, kommen. Die Anlage wurde infiltriert. Wir brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Kommen wir da durch? Auf dem Dach. Das ist der Befehl. Nope. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Das ist viel Munition. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Sieht aus, als müssten wir uns dementsprechend ausrüsten. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Scheiße, Alter, was ist hinter dieser Tür? Wir führen schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu... Wofür brauchen wir so viel Munition? Zu welchem Zweck? Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Naja, was ist denn los? Mit dem Kopf voran. Auf geht's. Ich hab ein bisschen Angst. Ich habe viel zu viel. Stopp. Ich habe viel zu viel Munition. Müssen wir wohl, wenn wir hier raus wollen. Danach sofort zum Helikopter. Zack. Bam, 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 bam. Habe ich gerade gesagt, viel zu viel Munition? Meine Munition ist nicht ernsthaft alle. Hat Weltruhe die alle gemacht? Wir können das nicht eindämmen. Schon ist die Munition alle. So viel zu viel Munition. Keine Munition verschwenden, keine Munition verschwenden. Zurück mit euch. Und was auch immer ihr für Viecher seid, verschwindet. Mein Maschinengewehr habe ich schlichtweg einfach mal weggeballert. Och nö. Kommen die hier auch noch plötzlich von hinten. Kann ich hier jetzt raus oder was? Nöp. Kann ich nicht. Ich stehe hier, glaube ich, gerade sehr ungünstig. Zack, zack, zack.
Ich sollte da mal weggehen von dieser Stelle. Stand hier auf dem Podest ziemlich gut. Hatte eine gute Lage. Konnte gut herabschießen. Au bei. Hier wird ordentlich geschossen. Drauf damit. Hier werden ordentlich Kugeln verschwendet. Kann man wohl so sagen. Ich habe keine Munition mehr. Was mache ich denn hier? Mal schön heilen. Dann muss man ein bisschen weiter messern. Du lebst noch? Nicht mehr lange. Brauts. Komm hier. Komm her. Friss mein Messer. Friss mein Messer. Ungeheuer. Nimm das. Nimm das und das. Stirb, Kartoffel. So und nu. So, das ist erledigt. Gut. Schön. Jetzt müssen wir nur noch, ich habe keine Munition mehr. Der Aufzug sollte noch funktionieren. Hier lang. Ja, wo lang? Ich folge dir. MG-Munition. Ja, die bräuchte ich. Wie kann ich nicht aufnehmen, Herr? Ja. Dankeschön. Und wo sind Sie jetzt lang? Ich trage es einfach mit mir rum, weil es cooler aussieht. Handgranate, okay. Ich müsste zum Aufzug. Ich hab's da verloren. Ich habe meinen Teampartner verloren. Und wo ist es lang? Tja, man sich die Zeit verschwendet mit dem Aufheben von Patronen. Und da ist er. Lang da. Oha, da klettert schon eine Wand hoch. Na toll. Da war schon jemand unterwegs. Da wollte gerade jemand in Luft hochfahren. Sorry. Du wusste nicht, dass du schon hoch willst. Ja. Ich muss trotzdem jetzt nicht aggressiv werden. Ja. Ja, komm. Ich komme in Frieden. Nö, komme ich nicht. Nicht wirklich. So, warte nur. Jetzt mal schnell hier hoch. Über Munition wäre ich sehr dankbar. Einmal nach oben, bitte. Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Von mir aus. Wenn ich hier überhaupt lebend rauskomme, dann lade ich dich auch zum Essen ein. Schon kaputt. Das war der letzte funktionierende Aufzug. Munition bitte. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Sehr viel. Demnach. Okay, das ist eine Sackgasse. In jegliche Richtungen. Okay. Was nun? Das ist eine Karte des Terragia-Dingens. Terragriga. Kann ich nicht lesen, Gebäudes. Ja. Schön. Keine Chance, der ist hinüber. Gut zu wissen. Wie komme ich jetzt hinauf? Und durch die Tür hier. Au wei. Kann mir mal jemand ein bisschen Munition geben? Danke. Und da liegt was. Ob ich das aufnehmen kann, ist jetzt auch eine andere Frage. Erstmal erledige ich mit dem Messer.
Ich bin gut in Messer und Kampfkunst. Gibt's sowas überhaupt? Nein, ich denke nicht. Erzähl keinen Scheiß. Ich kann das nicht aufheben. So, vielen Dank. Die kann ich doch aufheben. Das Monster. Was auch immer ihr für Viecher seid. Fresst Blei. Wenn nur die Hälfte der Schüsse treffen, ist das natürlich hervorragend. Joa. Heilmittel habe ich auch keins mit dabei. Hervorragend, so läuft das bei mir sowieso immer wieder regelmäßig ab. Dass ich hier ohne Heilmittel rumlaufe. Und 33 Schuss habe ich noch. Ein Schrotflinte. M3. Okay, können wir auch benutzen. Hat die auch schon ein paar Schuss drauf? 6 Schuss, okay, ja. Könnte ich mir besser vorstellen. Ich wähle lieber die hier. Okay. Ich höre Geräusche. Heilmittel brauche ich. Vielen Dank. Ich höre Geräusche. Von woher kommen sie? Was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. Meiner auch nicht. Ich glaube. So, jetzt habe ich hierfür keine Munition mehr. Hierfür auch nicht. Du musst die Schrotflinte nehmen. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Ja, wunderhübsch. Dann gibt es Munition für alle drei. Dann wäre ich sehr dankbar dafür. So. Hey, nicht so angreifen hier. Ich bin die Polizei. SPC, Hände hoch und ich schieße. Ich schieße auch, wenn du die Hände nicht hochnimmst. Ist mir scheißegal. Solange du mich nicht angreifst, bist du sicher. Und wenn du mich angreifst, gibt's Ärger. Der Aufzug ist im 6. Stock. Schnell! Ich bin ein Pazifist, ich greife nur an, wenn du mich angreifst. Ich tue dir nichts, wenn du einfach nur vorbeiläufst und mich in Frieden lässt. Dann lasse ich dich auch in Frieden. Ich muss in den 6. Stock. Schön. Schön, dass wir im 3. sind. Achso, nee, im 5. Und das ist der 6. So, Speichervorgang, das ist schön. Check the point. Hier durch. Darüber. Und zack. Keine Munition. Finde ich lustig. Muss mit dem Messer verteidigen. Zack, zack. Schlitz, 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 Schlitze die Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitze die Schlitz. Du bist des Todes. Auch ohne Munition. Kämpfe ich tapfer weiter. Na, ist am Boden. Super. Bitte Munition. Heilmittel wäre auch gut. So, jetzt habe ich hier wieder mein... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da kommt doch jemand. So. Schieß. Was muss der erst nachladen? Zack. Viel zu viel Munition verschwendet. Größtenteils schieße ich ja daneben. Das ist auf jeden Fall gut, in Resident Evil daneben zu schießen. Das macht auch Sinn. Ich sehe etwas. Ich sah einen Y. Ich sehe grundsätzlich ja nicht viel, aber da sehe ich noch Pistolenmunition. Ja, danke schön. Und wer bist du da? Zack. Ich konnte dich noch niederstrecken. 4 Schuss habe ich noch. Das wird mir nicht sehr viel helfen. Kaution. Ist das ein Scherz?
Ja, das halte ich wirklich für einen Scherz. In der Sackgasse. Das ist nicht sehr vorteilig. Hier können wir durch. Hilf mir mal. Okay, ich komme. Und wenn wir da durch können, dann ist ja gut. Aber ich habe mal so eine generelle Frage. Warum verdunkelt sich das Bild immer? Und wenn es mir scheiße geht? Und wird dann komplett wieder hell, wenn es mir wieder gut geht. Ist mit der Verwundung auch der graue Star irgendwie mit einbezogen oder wie läuft das? Dann sehe ich plötzlich nichts mehr. Ulkig. Ich werde doch auch nicht plötzlich blind, wenn mich jemand in den Arm beißt. Ja, natürlich wird man tagtäglich im Arm gebissen. Oh, der funktioniert scheinbar. Ach, komm schon. Das ist bestimmt so ein Monster drin. Na? Ich glaube, sie kommen deinetwegen. Sie finden dich süß. So, Waffe wechseln. Zack. Zack. Drei Schuss habe ich noch. Zack. Noch ein bisschen mehr Schuss. Zack. Der kommt mir verdächtig nach. Keine Schuss mehr. Muss mit Messer kämpfen. Ich bin gleich tot. Ich bin so gut wie tot. Bin so verdammt tot. Doch schon. Geht weg von mir. Geht weg. Ja. Der Lichter. Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Munition um. Ja, guter Tipp. Den zum anderen Aufzug gehen. Okay. Ach, ich habe schon wieder ein bisschen Munition. Den wieder aktivieren. Das hatten wir schon. In diesem Mal weiß ich aber, dass sie da durchkommen. Komm schon. Wo kommen sie? Wo seid ihr? Oh wei. Scheiße. Ich bin wieder so... Kacke, ich muss wieder nachladen. Ach, nö. Spar dir deine Munition, Junge. Ja, die ist alle. Die Munition. Kannst du das für mich erledigen? Ich werde mich mal flüchten. Ja. Vielen Dank, dass du das für mich erledigst. Ich bin ziemlich... Ja. In Bedrängnis hier. Und was soll ich denn tun hier? Ohne Munition. Und mit kaum... Lebenskraft. Hallo, Hilfe. Achten Sie mehr im Nachladen auf Ihre Munition. Noch nicht. So. Machen wir noch einen Versuch. Fahrstuhl betätigen. Davor habe ich mittlerweile Angst, den Fahrstuhl zu betätigen. Ich ziehe dann schon mal. Komm schon. Sie sind gleich da. Ach so, da ist ein Kraut. Scheiße. Sie sind hier. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal... Tut mir leid, ich stehe nicht auf Monster. Ja, jetzt mal schnell weg hier. Bevor ich jetzt im Top-Zustand hier das auch noch verschwende. Zack. Du musst doch mal nachladen. Ja, schieß auch noch daneben. Schön. Nachladen. Schießen. Ja. Los.
auf hier, noch bist du gesund. So, zack, nieder mit dir. Zack, zack, dann metze sie nieder mit einem Messer. Zack, zack, schlitze die Schlitz. Ach, Handgranaten, das haben wir auch noch. Sowas gibt's ja auch noch. Und MG-Munition. So. Luft ist rein. Sieht so aus. Oha. Stirb. Stirb. Du auch. Friss Blei. Der steht nicht nochmal auf. So, sonst noch jemand? Du bist Futter. Du kriegst Futter. Aber weil nur die Hälfte der Kugeln trifft. Jo, flüchten wir uns rein. So, einmal hoch, bitte. Ausgesperrt. Und hoch, bitte. Ich sagte hoch. Ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass Morgan verrückt die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja, von der Erdoberfläche gefakt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Das kann gut sein. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. Daraus. Ohne Munition. Jo. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Ich weiß nicht. Ich kenne dich nicht. Ich habe noch nie mit dir ein Versprechen eingegangen. Bin noch nie ein Versprechen eingegangen. Oh, der Hubschrauber. Schön. Okay, die Dame zuerst. Jetzt können wir die komplette Zerstörung nochmal von nahe angucken. Das war eine Kettenreaktion. Sieh, da unten. Ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht.